Ja, liebe Gäste, sehr verehrte Barbara Lochbieler, lieber Christoph Siegers, liebe Sirit, danke für die Grüßungsworte. Ich möchte Sie auch alle nochmal ganz herzlich hier in Wiesbaden begrüßen. Als wir uns überlegt haben, gemeinsam mit Barbara Lochbieler und auch mit Sigrid Erfurt zusammen als unsere europapolitische Sprecherin und Barbara als die Vorsitzende des Unterausschusses für Menschenrechte im Europaparlament, wie kann man dann das Thema Antirassismus, Integrationsprojekte, Grundrechte, Menschenrechte im EU-Rahmen hierher nach Wiesbaden transportieren, haben wir ein bisschen hin und her gegrübelt. Die einen haben gesagt, ja, mach doch die Veranstaltung lieber in Frankfurt, da sind die ganzen NGOs. Andere und wir haben gesagt, nein, hier ist die Politik, hier werden Entscheidungen getroffen, hier ist der Hessische Landtag. Und es ist auch wichtig, wenn es um EU-Projekte geht, EU-Kooperationsprojekte geht, dass wir auch hier in diesem Hause im Hessischen Landtag über Möglichkeiten sprechen, uns erkundigen, wie wir diese Themen Menschenrechte, Integration, Antirassismus und Antidiskriminierungsstrategien nicht nur in der Theorie diskutieren, nicht nur auf der ehrenamtlichen Ebene diskutieren, sondern wie wir diese Themen auch mit Projekten und vorhandenen Projektunterstützungen begleiten können. Und so ist diese Idee zu der Veranstaltung entstanden. Ich finde das sehr schön, dass Sie zahlreich erschienen sind. Auch das ist immer so eine Frage, wie viele Leute werden kommen, sitzt man mit 10 Leuten alleine, aber es zeigt, es sind viele da, das heißt, das Interesse ist da und das beruhigt uns auch ein wenig, dass wir alle nicht nur, wenn wir über die EU nachdenken, dass wir dann nicht nur über die Finanzkrise nachdenken, nicht nur über ESM nachdenken, nicht nur über die negativen Dinge der EU nachdenken, sondern dass wir auch uns darüber im Klaren sind, die Europäische Union ist mehr als nur Finanzkrise und Finanzmarkt. Die Europäische Union besteht auch aus einer Idee der Einheit, der Völkerverständigung, des Friedens. Und diese Idee kann eben nicht nur in der Theorie bestehen, sondern sie muss in der Praxis tagtäglich vor Ort unterfüttert, erlebt und ausgeführt werden. Und deswegen ist uns wichtig, dass wir heute auf dieser Veranstaltung die Europäische Union von ihrer anderen Seite zeigen, nämlich von ihrem Einsatz für Projekte, Fördermittel in der Frage der Integration und der Antirassismus- und Menschenrechtsstrategie. Ob es ausreicht, werden wir nachher von Barbara erfahren. Ich vermute, dass das mehr sein könnte. Aber uns ist es wichtig, dass wenn wir uns anschauen, wie viel hessische NGOs und hessische Verwaltungs- oder öffentliche Einrichtungen von EU-Mitteln profitieren, dass da noch ein sehr hoher Nachholbedarf ist. Es werden nicht alle Mittel abgeschöpft und von daher wollen wir dazu noch einen Beitrag leisten. Nun aber zurück zur Integrationspolitik in Hessen. Mein Name ist Mürvet Öztürk, das wissen die einen oder anderen, die anderen vielleicht noch nicht. Ich beschäftige mich seit 2008 mit der Integration und Migrationspolitik für meine Fraktion hier im Hessischen Landtag. Und wir stellen fest, dass dieses Thema, über das alle reden, immer wieder neue Facetten gewinnt. Mal ist die Migrationspolitik sehr im Vordergrund, mal eben die Integrationsfrage, wie sich Menschen, die zugezogen sind, hier in unser Land, heißt es, einführen, teilhaben sollen. Und wir haben als Grüne festgestellt, dieses Thema wird sehr emotional diskutiert, manchmal auch falsch diskutiert, manchmal mit falschen Emotionen diskutiert und haben uns entschieden, dazu ein Konzept zu schreiben, um das Ganze etwas zu sortieren, um auch dem Ganzen mehr Fakten und Zahlen mitzugeben und haben letztes Jahr im Sommer ein Integrationskonzept vorgestellt. Ich habe die Möglichkeit gehabt, im Anschluss viele NGOs zu besuchen, viele Einrichtungen zu besuchen, mit ihnen gemeinsam über das Konzept zu diskutieren und sowohl bei den einen Vorteilen und Unterstützungen, die das Konzept bekommen hat, sind auch die einen oder anderen Mängel natürlich festgestellt worden, die wir versuchen gemeinsam aufzuheben, zu erarbeiten, weil das Ziel ist nicht nur, die Politik gibt der Gesellschaft vor, was man wie zu haben und zu handeln soll, sondern wir möchten gemeinsam mit Ihnen in dieser Frage der Integration einen Schritt nach vorne kommen und wollen die Teilhabemöglichkeit der Menschen mit Migrationshintergrund stärken. Und wenn wir uns das anschauen, Hessen, ein Einwanderungsland, 1,46 Millionen der Menschen, die in Hessen leben, haben einen sogenannten Migrationshintergrund. Wenn wir uns das in Prozenten anschauen, sind das über 19%, das ist im Bundesdurchschnitt die höchste Zahl. Und wenn wir uns alleine Frankfurt anschauen, sind es 42% der Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in Hessen, die einen Migrationshintergrund haben. Oft wird darüber diskutiert, ob diese Menschen überhaupt die deutsche Staatsbürgerschaft haben wollen, ja oder nein. Die Zahlen sagen, 775.000 dieser Menschen haben bereits die deutsche Staatsbürgerschaft.
Vielleicht würden noch mehr die deutsche Staatsbürgerschaft haben, wenn sie die Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft hätten. Das ist ein Ziel, für das die Grünen seit Jahren kämpfen. Und ich glaube auch, dass das ein wesentliches Ziel sein wird, was wir nächstes Jahr im Bundestagswahlkampf verfolgen werden. Weil wir sind ganz klar für die doppelte Staatsbürgerschaft und glauben, dass das auch die Teilhabemöglichkeit der Menschen steigern wird. Wenn wir uns die Menschen anschauen, 685.000 sind so Zahlen der Ausländerinnen und Ausländer leben in Hessen, die insgesamt aus 165 unterschiedlichen Ländern kommen. Das heißt, der bunte Strauß, von dem wir sprechen, Multikulturalität, Vielfalt als Bereicherung zu verstehen, das ist eine Realität unseres Landes. Und 167.000 Menschen alleine von diesen sind hier in Deutschland geboren. Also, das sind Menschen, die hier leben und die hier bleiben wollen. Und von daher ist die Idee, wann Integration anfängt und bis wohin sie gehen soll, wie sie manchmal die CDU diskutiert, meiner Meinung nach zu kurz gegriffen. Integration ist ein Prozess, das hat einen Anfang, ja, aber kein Ende. Es wird sich immer wieder wiederholen. Und daher sollten wir uns alle darauf einrichten, dass dieser Prozess, der in die Zukunft immer wieder neu sich gestalten wird, tatkräftige, engagierte Menschen braucht. Es gibt nicht einen Punkt, wo man sagen kann, jetzt integriert euch doch mal, ihr seid lang genug da, sondern es geht auch immer darum, wie viel die Gesellschaft von sich bereit ist, Teilhabechancen zu eröffnen. Und so in die Richtung wollen wir auch heute hier die Veranstaltung diskutieren. Unser Integrationskonzept haben wir draußen ausgelegt. Da könnten Sie auch die ein oder anderen, die es noch nicht haben, gerne mitnehmen und auch Feedback geben, wie wir die Idee der Teilhabe realisieren wollen. Möchte ich hier nicht im Detail erzählen, will aber sagen, dass wir auf jeden Fall gerne ein Teilhabe- und Integrationsgesetz haben wollen hier in Hessen, damit, wie gesagt, die Wünsche und die Herausforderungen auch auf gesetzlicher Basis klar geregelt sind, damit auch Sie, die NGOs und die Institutionen, die seit Jahren in diesem Bereich arbeiten, eine gesicherte finanzielle Situation haben und nicht immer nur von dreijährigen Projekten zu Projekten versuchen müssen zu überleben. Von daher ist, glaube ich, wichtig, Teilhabe und Integration, wer es haben will, muss das gesetzlich klar regeln. Ein letzter Punkt, weil ich merke, dass ich länger rede, als ich wollte. Seitdem es die NSU-Morde gibt, über die hier alle diskutieren, seitdem es klar geworden ist, dass Rassismus, Antidiskriminierung in unserer Gesellschaft einen ganz anderen Stellenwert haben muss, finde ich, seitdem ist nochmal deutlich geworden, wer Integration und Teilhabe in dieser Gesellschaft ernsthaft will, muss auch ganz klar auf der anderen Seite in der Antidiskriminierungs- und Antirassismusstrategie mehr machen. Die Europäische Union ist sich darüber seit längerem klar, versucht in ihren Fördermitteln auch das zu unterstützen. Die Frage ist, ob wir auch als Hessen rechtzeitig hier auf diesen Zug aufspringen, weil ohne das eine zu bekämpfen, wird man das andere alleine nicht erreichen. Von daher bin ich sehr froh, dass heute Barbara Lochbieler da ist, die uns auch ein bisschen über die Strategien der Europäischen Union zu der ganzen Menschenrechts-, Grundrechts-, Diskriminierungs- und auch Antidiskriminierungspolitik aufbaut. Und Christoph Siegers, der seit Jahren in diesen Förderprojektbereichen ganz engagiert arbeitet und sehr viele tatkräftige Tipps gibt. Deswegen würde ich einfach vorschlagen, Barbara erzählt uns noch ein bisschen was zur europäischen Ebene. Nachher kommt der Christoph und zum Ablauf werde ich mich zwischendrin immer wieder melden, wenn es dann um Pause geht und um Gespräche geht. Von daher wünsche ich uns allen eine gemeinsame, informationsreiche Veranstaltung, einen Nachmittag, der uns viel bringen wird und vor allen Dingen nachher auch Förder- und Projektmittel bringen wird. Und in dem Sinne hoffe ich, dass Ihr Engagement nicht nur ehrenamtlich sein sollte, sondern auch ein bisschen mit finanzieller Ausstattung begleitet wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich werde einen Newsletter-Zettel draußen hinlegen, wo Sie sich vielleicht nachher anmelden können. Nochmal herzlichen Dank.